Es ist uns eine große Ehre, den EBS Law Kongress hiermit feierlich eröffnen zu dürfen. Der Law Kongress ist der größte studentisch organisierte Jurakongress Deutschlands. In diesem Jahr ist das Thema Demokratie in Gefahr, die Bedeutung der Staatsform für Politik und Wirtschaft. Wir haben uns für das Thema entschieden, weil es sehr aktuell ist und wir ein Zeichen für die Demokratie setzen möchten. Der Law Kongress besteht aus verschiedenen Vorträgen, Workshops, einer Karrieremesse und einer abschließenden Podiumsdiskussion, sodass wir versuchen, in möglichst verschiedenen Formaten das Thema an die Studierenden heranzutragen und auch Möglichkeiten zur Diskussion bieten. Das Thema ist sehr, sehr gut gewählt. Es ist ein ganz akutes Thema und ich glaube, es ist genau richtig, das hier in diesem Forum mit vielen jungen Menschen, die unsere Zukunft gestalten werden, zu diskutieren. Das ist kein Geschenk, was wir haben hier in Deutschland, sondern dass es etwas ist, was wir erarbeiten müssen tagtäglich und insbesondere, dass es etwas ist, wofür wir uns engagieren müssen. Dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Demokratie nur durch Mitmachen funktioniert. Irgendwie ein guter Jurist zu sein oder irgendwie später ein guter Anwalt zu werden oder irgendwas anderes zu machen, ist eben wichtig, dass man auch so ein Grundverständnis hat, was irgendwie Demokratie und unser politisches System ausmacht und was wichtig ist und was schützenswert ist. Das sind Studenten, die wirklich interessiert sind an der Sache, die nicht in erster Linie den politischen Umsturz planen, sondern die zum Wohle dieses Landes arbeiten wollen und auch aus diesem Grund sich auf einen Beruf vorbereiten. Und das hat mich sehr beeindruckt. Der Law Kongress war aus meiner Sicht auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. Wir hatten hochkarätige Speaker, wie zum Beispiel die Präsidenten von Bundesverfassungsschutz oder BND und super Teilnehmer, ein hochkarätiges Publikum. Die Studenten, die hier studieren, die sind sehr, sehr selbstständig, die wirken sehr, sehr offen, die haben wirklich ein Auge auch auf, was man gerade so braucht, was so anfällt. Man kann jeden kurz ansprechen, jeder nimmt sich die Zeit, super. Es freut mich, dass so ein großes Interesse da war und die Veranstaltung war ja auch so konzeptioniert, dass der Vortrag eigentlich nur so einen Impuls geben sollte, um dann eben diese Fragerunde zu beleben. Genau das ist passiert und insofern konnte doch alles geklärt werden, was hier für die Studierenden wichtig war. Erstens ist die Organisation mir sehr positiv aufgefallen. Es hat alles wie am Schnürchen geklappt. Und zweitens ist das Auditorium sehr, sehr aufmerksam, konzentriert, auch über 2 Stunden hinweg. Das hat richtig Spaß gemacht, hier mit den jungen Damen und Herren in den Ring zu steigen. Ich finde vor allen Dingen gut, dass hier der Mut besteht, das spannend zu machen, kritische Fragen zu stellen, zu diskutieren und sich die richtigen Leute dafür einzuladen. Und das ist ja auch wichtig hier drin.